fort durcheinander. Das heißt, würde ich hier einfach sagen, ja, aber der muss doch schneller gehen, schneller, seht euch mal das Pferd an, was passiert. Was soll denn der da so machen? Stehe ich nur schneller auf. Bis hin zum Sehen für die anderen. Er ist immer wieder gebunden im Vorderbein. Was heißt das? Immer wieder abwechselnde Treiben, auch mit dem Becken die Bewegung zulassen. Ich würde euch empfehlen, gar nicht mehr zu machen. Warum? Er hat jetzt noch Kraft. Der hat Kraft, der kann noch gehen, der kann noch arbeiten. Und durch diese Kraft, hier hält er sich noch leicht fest, ist wieder der Rücken weg, Hals hoch. Jetzt kommt er wieder, jetzt geht er wieder vor. Warum ist das vor und runter so wichtig? Hier vorbereiten, vorbereiten, vorbereiten. Und wieder ruhiges Galoppieren. Und auch beim Angaloppieren seht ihr noch das Hochdrücken. Das ist die Herausforderung. Hier machen wir jetzt, wenn er sich fallen lässt, sehr brav. Hier könnte ich auch Zügel aus der Hand kauen lassen. Warum? Hallo Reiterkollegen, es freut mich, euch wieder auf unserer Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, wieder ein neues, sehr schönes Pferd. Sein fünfjähriges Springpferd, ein Blood Blue, Mike Vinard. Er hat eine ganz eigene Problematik und zwar beim Schritt. Er ist ein Springpferd, somit wird es jetzt nicht so ins Gewicht fallen. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, mit ihm zu arbeiten. Das heißt, ihr seht auch, er ist ganz neu da, auch mit dem Stehen hat das noch nicht so alles gut. Woran arbeiten wir in diesem Video? In diesem Video werden wir am Schritt arbeiten, beziehungsweise den Schritt verbessern. Mit welchen Möglichkeiten können wir denn den Schritt verbessern? Und darauf möchte ich in diesem Video eingehen. Also, wenn ihr Pferde habt, die eher verhalten gehen, die sich noch nicht so stabil bewegen, mit diesem Video habt ihr eine leichte, kleine Anleitung, wie ihr mit ihnen losarbeiten könnt. Auch dieses Halten, das müssen die Pferde lernen, stillstehen, ruhig stehen, dann nicht zu lange hinauszögern, so wie wir es jetzt machen. Dadurch, dass er jetzt brav steht, beende ich das Intro und wir setzen mit dem Video fort. Wenn ihr hier den Schritt betrachtet, seht ihr sofort, worum es in dem heutigen Video geht. Peter hat hier das Thema, dass er, Punkt 1, wenig Schub nach vorne hat. Die Besitzerin hat mit ihm, der wurde bei der Züchterin angeritten, dort hatte er schon das Thema, dass er immer wieder mal zuckelte, also im Schritt nicht wirklich loslassen hat. Dann kam er zur Besitzerin, die hat dann wirklich sehr viel gemacht im Sinne von mit Therapeuten gearbeitet, von Tierärzten durchsehen lassen, also wirklich das volle Programm. Also für all jene, die hier sagen, ja, aber der muss doch ein Problem haben, er ist vollkommen durchgecheckt. Und hat dann auch Bodenarbeit gemacht bis nun. Und jetzt ist er fünfjährig. Und hier geht es nun darum, dass wir ihn langsam an die Belastung heranführen, so dass er auch die Skala der Ausbildung mit Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Schwung, gerade Richtung und Versammlung durcharbeiten kann. Diejenigen, die die Videos sehen, wissen bereits, worum es geht bei der Skala der Ausbildung. Was für uns hier wichtig ist, ist, wir haben zwei Kräfte bei Pferden. Das eine ist die Schubkraft, das andere ist die Tragkraft. Die Schubkraft bedeutet ja, das Pferd kann, wenn es mit dem Hinterbein untertritt, hält jedes Pferd kurz mal das Gewicht und dann schiebt es sich übers Standbein drüber. Dieses übers Standbein drüber schieben, das nennen wir Schubkraft. Und junge Pferde müssen zuerst mal in der Gewöhnungsphase lernen, sich auszubalancieren, den Takt zu finden, wieder loszulassen. Das heißt, die Muskeln aufzubauen, die sie benötigen, um einen Reiter zu tragen, und auch die Muskeln stärken, mit denen sie sich dann nach vorne bewegen können. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr beim Reiten die Skala der Ausbildung im Kopf habt. Takt ist immer, darauf gehe ich jetzt nicht ein, sonst dauert das zu lange. Seht euch das Video an über Skala der Ausbildung, es sind zwei Teile. Also wenn der Takt mal da ist, wo es bei ihm ja immer wieder noch hakt, dann kommt die Losgelassenheit, die ihr dann immer wieder beobachten könnt, wo er sich entspannt, wo er lang wird, sich fallen lässt. Dadurch kommt vorne die Dehnung an die Hand, somit die Anlehnung.
Und jetzt kommt beim Schritt, nennen wir es den Fleiß, das aktiv abfußende, wieder auffußende, nach vorne schiebende Hinterbein. Beim Traben und beim Galopp würde es dann der Schwung sein, weil das schwungvolle Gangarten sind. Also nach Takt, Losgelassenheit, Anlehnung kommt Schritt der Fleiß und bei Trab, Galopp der Schwung. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, an die Hand zu reiten. Wenn wir also dieses Problem hier nun betrachten, was kann ich als Reiter machen? Würde ich hier, und das ist bei ihm sofort ein Thema, sagen, ja, der muss doch mehr vorwärts und ich mache irgendetwas, seht ihr sofort, ich habe im Schritt dieses Problem. Da reite ich ganz minimal mehr vorwärts. Ihr seht, ich will meinen Sitz vorher schon zuckelt, der stolpert. So kann der gar nicht gehen. Was kann ich tun? Ich kann mich ausbalanciert aufs Pferd setzen. Was passiert denn? Durch meinen ausbalancierten Sitz hat er jetzt mal die Möglichkeit, den Takt zu finden, Ruhe reinzubringen. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn er so geht, und das setzt natürlich auch wiederum, unser Körper muss stabil sein. Die Stabilität zur Losgelassenheit bedeutet ja, ich bin aufrecht. Sollte der mal so ein bisschen schwanken, sitze ich immer noch aufrecht, gerade. Ich habe mein Bein locker und lang, meine Mittelpositur lässt die Bewegung zu. Also all das, das haben wir alles schon im Kanal drinnen. Heute geht es wirklich um dieses Thema. Seid ihr dann schon fähig, so zu sitzen? Ihr habt eure Beine links und rechts leicht dran am Pferd. Und nun kommt durch die Wade dieser Impuls, dass das Hinterbein beim Abfußen noch einmal so ein bisschen mehr unter den Körper geht. Und ihr seht sofort, Takt. Jetzt kommt Losgelassenheit, er entspannt sich und die Anlehnung im Vergleich zu dem, was gerade war. Und ich kann es euch gleich nochmal zeigen, nur damit ihr seht, was passiert, wenn ihr nicht ruhig sitzt, würde ich hier wieder so machen und schneller treiben, habe ich sofort wieder das Pferd, das im Hals hochgeht, eiliger wird und er wird sich immer mehr im Takt verspannen. Er wird den Rücken zumachen, der Takt wird immer eiliger. Wenn ich da jetzt am Zügel auch noch annehme, dann habe ich sofort eine Blockade oder ihr seht, was da rauskommt. Genauso schnell kann ich wieder einatmen, ausatmen, schwer werden, aufrecht sitzen, Ruhe reinbringen. Er ist jetzt seit einer Woche bei uns, also er kennt mich jetzt mittlerweile schon, er weiß schon, wenn ich mich schwer mache, und schwer meine ich jetzt nicht, einfach mal so zurücksetzen und so reiten, da seht ihr auch sofort wieder, so kann kein Pferd gehen. Ich muss in der Balance sitzen. Bravo. In der Balance sitzen bedeutet aufrechter Oberkörper, die Beine lang und nun wieder tief durchatmen, mit dem Pferd in der Bewegung mitgehen, beide Zügel sind ganz leicht am Maul, in den Takt kommen lassen, mit der Wade spüren, wann der Pferdekörper pendelt und diese Pendelbewegung unterstützen. Ich verlinke euch die Videos, die zu diesem Video passen, in der Beschreibung. Dann habt ihr auch da die ganzen Detailinformationen. Und ihr seht, wie er sich jetzt immer mehr streckt, entspannt, im Rahmen erweitert. Und wenn er diesen Takt halten kann, dann habe ich die Möglichkeit, ihn im Schritt zu verbessern. Also wenn wir jetzt Peter beobachten, dann sehen wir ja, er hat hier immer wieder, wenn er auch nur irgendwo ein bisschen Kopf, Hals hochnimmt, kommt er durcheinander. Der Takt ist wieder etwas weg, die Losgelassenheit ist leicht weg. Und da ist dann auch dieses Thema mit ja, unreinem Schritt oder ganz wenig Raumgriff. Wie kann ich jetzt als Reiter mit einem Pferd, der so Schritt geht, der sich da verspannt, den Schritt verbessern? Und hier gibt es natürlich Möglichkeiten, wo ich sage, okay, ich kann Schenkel weichen im Schritt, so kommt das Pferd auch wieder mehr in den Viertakt. Ich persönlich bei diesem Pferd, warum bei diesem Pferd? Weil er grundsätzlich eher steckt und weniger vorwärts geht, würde niemals im Schritt arbeiten beginnen, im Sinne von zusammenstellen oder das Pferd hier im Schritt Schenkel weichen lassen, dafür ist er noch nicht genug ausbalanciert. Also hier Lektionen wie Schenkel weichen und so weiter zu reiten, Schulter hereinzureiten,
würde den komplett verspannen und durcheinander bringen. Im Schritt darf so ein Pferd bei mir einfach mal nur seine Balance finden, so wie es bei ihm jetzt ist. Er kann sich loslassen, sich ausbalancieren in Bewegungsrichtung, ausbalancieren seitlich. Ich gehe einfach mit ihm mit und er kann hier lernen, mit dem Gewicht des Reiters am Rücken ganz ruhige, lange Schritte zu machen. Und ihr werdet dann im Laufe der Videos, es kommen ja mit ihm auch mehrere Videos, hoffentlich auch sehen, dass er den Schritt, den er grundsätzlich hat, auch zeigen kann. Wenn ich mit so einem Pferd jetzt keinen Schritt arbeite, was mache ich mit ihm? Das zeige ich euch jetzt. Ich beginne mit ihm erst im Trab den Zügel mehr aufzunehmen. Worauf achte ich hier? Auch das kann ich euch zeigen. Wenn ich hier jetzt sofort sagen würde, ich nehme den Zügel in die Hand, habe ich sofort diese Verspannungen. Jetzt müsste ich, wenn ich vorne halte, hinten richtig stark treiben. Das mache ich nicht, sondern ich lasse ihn vorne wieder locker, reite ihn im Trab, im Leichttraben, einfach mal in seinem Takt ganz gleichmäßig nach vorne. Warum? Ihr seht jetzt, der Takt wird für ihn passend. Es kommt die Losgelassenheit, er wird im Hals länger, er dehnt sich mit dem Genick nach vorne und jetzt dehnt er sich an die Hand. Und mit diesem Gewicht, mit dieser Anlehnung, die ich jetzt habe, kann ich arbeiten. Und das ist die Herausforderung für euch, den Takt des Pferdes finden. Wenn ihr hier schneller aufsteht oder länger sitzen bleibt, dann ist er sofort durcheinander. Das heißt, würde ich hier einfach sagen, ja, aber der muss doch schneller gehen und schneller. Seht euch mal das Pferd an, was passiert. Was soll denn der da so machen? Stehe ich nur schneller auf. Bis hin zum, ich bringe ihn so durcheinander, dass er angaloppiert. Bravo, Brüche. Also hier seht ihr, das darf niemals passieren. Wieder langes Sitzen. Und ihr merkt auch, mittlerweile eine Woche weiß er schon, was ich von ihm will. Und schon schnaubt er wieder ab. Das sind wie Tag und Nacht. Das eine Pferd durch meinen Sitz gestört, das andere Pferd so wie jetzt. Er darf sich bewegen und ich unterstütze ihn nur durch Wade, aktivieren, sitzen, in der Bewegung mitgehen, seinen Takt finden lassen, Losgelassenheit und dann bekomme ich die Anlehnung. Und das ist jetzt mal diese Gewöhnung, mit der ich dann arbeiten kann. Wenn er hier immer wieder mal so leicht nach unten zieht, dann gehe ich mit der Hand nur mit. Oder hier hoch geht, gehe ich auch mit der Hand mit. Einfach mal nur die Verbindung zum Pferdemaul halten, im Hinterbein aktivieren. Und jetzt habt ihr gesehen, geht er von alleine schon mal mehr nach vorne. Das war ich gar nicht. Ich gebe hier nur so gleichmäßig einen Tick mit der Wade, vielleicht mal leicht mit der Gerte dazu. Und da könnt ihr erkennen, wenn die Muskulatur loslässt, dann erst ist die Bewegung nach vorne möglich. Und das ist etwas, merkt euch das. Seht euch das nochmal an. Wenn die Muskulatur loslässt, dann ist die Bewegung des Pferdes nach vorne möglich. Ist ein Pferd im Rücken fest, hält ein Pferd beim Treiben nur gegen, könnt ihr treiben, so viel ihr möchtet, ihr arbeitet gegen eine verspannte Muskulatur. Das Pferd kann gar nicht gehen. Lässt ein Pferd die Muskeln los, ja, dann ist das ein anderes Thema. Dann hat das Pferd die Möglichkeit, so wie Peter jetzt, locker, entspannt durch den Körper zu gehen. So habe ich dann die Möglichkeit, auch den Zirkel locker zu reiten. Das Pferd einfach mal gelassen gehen zu lassen. Entspannt gehen zu lassen. Auch beim Handwechseln hier zur Mittellinie gerade machen. Und auch hier seht ihr sofort, hat er noch die Blockade. Warum?
Er muss von der Linksbiegung in die Rechtsbiegung. Und da war die Verspannung. Und die Verspannung hat ihn sofort wieder zurückgeholt. Auch hier Bewegungsablauf. Also das sind schon viele Sachen, wo ich sage, da braucht er einfach seine Zeit. Er braucht die Muskeln, mit denen er dann diese Bewegung ausführen kann. Hier ist er jetzt wieder da, er geht, lässt sich wieder fallen. Hier wieder im Zirkel, gleichmäßig in der Biegung, vor dem Schenkel. Und wie er dieses Treiben erlaubt, akzeptiert, sich loslässt, habe ich die Möglichkeit, ihn locker nach vorne zu reiten. Und ihr merkt, er dehnt sich toll, geht nach vorne, ich kann mit der Hand nachgeben. Das wäre jetzt genau die Arbeit, die ich die letzte Woche gemacht habe. Er macht heute super mit, darum kann ich euch das auch ganz schön zeigen. Lockeres Reiten. Wenn ich nun Schritt reite, und das ist ja das Um und Auf in dem heutigen Video, hier verkürzen, kürzer, auch hier vorsichtig in die Schrittparade. Warum? Wenn ich da anziehe, fest werde, meinen Sitz verspanne, macht er auch zu. Meine Verspannung überträgt sich auf die Spannung des Pferdes. Und nun kann ich sagen, ich sitze tief, locker. Und jetzt erlaube ich wieder, ihm Schritt zu gehen. So wie wir es gerade im Trab gesehen haben, wenn das Pferd in die Balance kommt, dann bewegt er sich unter mir. Ich kann den Schritt als Reiter nur kaputt machen. Wenn ich den Schritt, so wie es bei ihm jetzt ist, zulassen darf, zulassen kann, im Sinne von, er geht, ich unterstütze ihn, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich im Takt des Schrittes mittreibe. Dieses leichte, immer wieder abwechselnde Treiben, auch mit dem Becken die Bewegung zulassen. Und in dem Moment kann er noch einmal ruhiger gehen. Dann seht ihr auch, jetzt die Geübten haben es schon gesehen, für die anderen, er ist immer wieder gebunden im Vorderbein. Was heißt das? Er greift nicht wirklich mit der Vorhand aus. Ja, warum denn nicht? Weil Ausgreifen mit der Vorhand ja nur möglich ist, wenn ein Schub übers Hinterbein kommt. Also das hat dann nichts mit dem Vorderbein zu tun, außer er hat ein Problem am Vorderbein. Wenn eure Pferde ein Problem haben, dann werden sie hinten nicht anschieben, weil es vorne ja wehtut. Aber bei einem Pferd wie bei ihm, der fit ist, da geht es nur darum, dass er lernt, im Schritt zu schieben, einen Schub auszuführen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich das Gefühl dazu habe, wenn ich auch den Takt schon fühle, mit meinem Bein mittreibe, dass ich sage, wie viel kann ich jetzt schon mit dem Pferd am Schub arbeiten im Schritt, so dass er sich übers Standbein schiebt, solange er immer noch den Takt, die Losgelassenheit und die Dehnung an die Hand, sprich die Anlehnung hält. Und das ist jetzt eine Gefühlssache des Reiters. Mache ich ein bisschen zu viel, minimal, dann ist es so, dass ich ein Stolpern habe. Also, es ist sofort eine, wir bekommen sofort eine Rechnung vom Pferd. Wenn ich jetzt wieder weniger mache, ihn wieder gehen lasse, so, jetzt wird er zuerst wieder ruhiger, aber ihr werdet auch sofort wieder sehen, er entspannt sich, dehnt sich wieder und schon ist er wieder lang. Klar, der Fleiß ist jetzt noch nicht wirklich da. Jetzt könnte ich dann wieder sagen, okay, und jetzt arbeiten wir wieder an dem, wie viel darf ich dich schon unterstützen. Jetzt bin ich schon an der Obergrenze. Da ist er schon an der Kippe, dass er mir sonst wieder stolpert. Warum? Weil von hinten, das spüre ich auch richtig, weniger Schub kommt, als er vorne losgeht. Und da ist ja auch der Fehler mit dem Schieben im Becken. Wenn Leute glauben, sie müssen den Schritt nur schieben, 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 dann kommt das Hinterbein nicht nach und die Leute schieben die Pferde nur auf die Vorhand und dann ist der Fehler. Da ich jetzt den Schritt natürlich dann auch genauso weiter übe und immer wieder auch mal loslasse dazwischen, auch so habe ich das jetzt rausgeschnitten, sonst wird das Video zu lang. Was machen wir jetzt? Jetzt sehen wir uns den Galopp an. Und zwar, auch im Galopp wiederum, geht es mir, weil wir im Schritt die Probleme haben, nur darum, die Losgelassenheit, den Rhythmus im Galopp zu halten und das Pferd auf die eigenen Beine zu bringen, sodass der mit Selbstvertrauen ausbalanciert gehen kann.
Und ihr würdet jetzt sehen, wenn ich den Zügel jetzt kürzer nehmen würde, das Pferd zusammenstellen möchte, ich mache es jetzt mal ganz kurz, habe ich diese Verspannung. Da ist kein Takt mehr da. Das Pferd ist weg. Was mache ich, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mit diesem Pferd jetzt antraben und angaloppieren? Ich lasse ihn in seinem Schritt gehen. Also, ihr braucht hier keine Angst haben und wenn andere sagen, ja, aber du musst doch das Pferd, es ist euer Pferd. Wichtig ist immer, ihr müsst euch am Abend in den Spiegel sehen können mit dem, was ihr an dem Tag mit eurem Pferd gemacht habt, stolz drauf sein können und dann ist alles gut. Also, wie trabe ich jetzt an? Ich lasse ihn so, wie er ist, wieder durchatmen, schwer werden, nun vorbereiten mit der Wade und wegtraben und erst jetzt nehme ich ihn wieder mehr mit der Hand, ganz leicht. Warum? Weil vom Schritt zum Trab ja immer der Rahmen kürzer wird. So, jetzt sehen die Geübten unter euch auch noch die anderen, seht euch das Video immer wieder an, dann bekommt ihr hier auch die Schulung fürs Auge. Jetzt erst, nein, wieder nicht. Hier verhält er sich noch, das heißt, da hat er den Rücken noch leicht zu, er tritt hinten zu wenig nach. Woran erkennt man es noch? Der Hals pendelt, der Hals steht oben, er lässt sich nicht fallen. Und dieses Nicht-Fallen-Lassen ist hier das Problem, dass er auch nicht vor... Jetzt geht er nach vorne. Wenn ein Pferd den Rücken fest hat, den Hals oben hat, haben wir das Problem, dass egal was wir machen, natürlich können wir dann brutal mit Grobheit draufhauen, zutreten, aber das ist doch Schwachsinn. Wo das Können aufhört, beginnt die Grobheit. Merkt euch das. Jeder, der Wissen hat, Können hat, kann mit einem Pferd normal arbeiten. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn es so geht, aus dem Leichttraben, innen Druck machen, Bein nach hinten. Auch hier ist er frech, auch kein Thema. Trabparade. Ich muss trotzdem, auch hier, wichtig, nicht zornig werden, sondern auf Basis dieses Pferdes mit Ruhe weiterarbeiten. Hier braucht ihr natürlich auch Selbstvertrauen, damit ihr sagen könnt, okay, der hat jetzt einfach mal auf das äußere Bein ausgeschlagen. Auch gut, meine Aufgabe ist es ja jetzt noch nicht zu sagen, okay, der muss zu 100% am Punkt alles machen, sondern ich möchte jetzt mal, dass er mir vertraut. Ich lasse ihn dann nicht gewinnen im Sinne von, der schlägt aus mit dem Bein auf meinen äußeren Schenkel, dann mache ich das nicht mehr, weil sonst schlägt er wieder aus. Nein, ich wiederhole es, würde er noch einmal auf den Schenkel ausschlagen, dann würde ich das mal korrigieren, damit er auch kapiert, das darf er nicht. Aber ihr habt ja gesehen, er hat es einmal gemacht, dann ist er falsch angaloppiert und jetzt ist er brav. Jetzt können wir das noch einmal wiederholen. Trabparade, sofort wieder in der Trabparade, seht ihr auch sofort das Hochkommen. Hier wieder Takt, Ruhe und nicht vergessen, wir arbeiten daran, dass wir den Schritt besser bekommen. Was machen wir aber? Wir arbeiten an der Losgelassenheit. Das heißt, der Schritt ist ein Ergebnis aus der restlichen Arbeit mit dem Pferd. Noch einmal Ruhe, vorbereiten und schon geht er wieder vor. Also da hat er schon so ein bisschen, er ist frech, aber wie gesagt, er ist wenig geritten worden. Das darf er alles lernen. Auch wenn er jetzt 5 ist, Prinzip hat er ja nur Bodenarbeit, viel vom Boden aus angeritten, dann viel vom Boden aus gemacht. So ist er brav. Und im Galopp seht ihr jetzt auch schon, geht er auch sehr gut vorwärts. Hier ist wieder zu betonen, ihr müsst mental stark sein. Wenn ihr hier Angst habt, ja, aber jetzt schlägt er am Schenkel aus, jetzt läuft er auch noch und ihr macht euch fest, dann wird das natürlich immer schlimmer. Aber er ist ja brav. Das ist ja wirklich nur eine Kommunikation beim Angaloppieren. So wie er jetzt geht, bin ich voll und ganz zufrieden. Und er kann sich durch den Körper bewegen. Meine Aufgabe als Reiter ist es hier nur, mitzugehen, in der Bewegung zu sein, das Pferd ganz leicht zu unterstützen, bis er hier im Rhythmus gleichmäßig galoppiert. Sehr brav. So, jetzt geht er super vorwärts. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ah, da mache ich noch weiter und weiter. Ich arbeite aber immer noch an der gesamten Losgelassenheit, auch im Schritt. Darum muss ich jetzt wieder
durchparieren. Warum? Weil sonst die Kraft weg ist. Der wird ja auch noch nicht so viel geritten und ihr seht sofort wieder das Steckenbleiben. Meine Aufgabe, ihn wieder nach vorne zu bekommen. Durchatmen, mit aller Ruhe, gleichmäßiges Reiten. So, jetzt geht er wieder vor, noch einmal. Hier hält er sich noch leicht fest. Wieder der Rücken weg, Hals hoch. Jetzt kommt er wieder, jetzt geht er wieder vor. Warum ist das Vor und Runter so wichtig? Weil das Nacken-Rückenband arbeiten soll. Und das hält nur, wenn sich der Hals nach vorne dehnt. Und solange die restliche Muskulatur nicht stark genug ist, brauche ich das Nacken-Rückenband. Auch darauf sind wir schon in den Videos eingegangen. Ich verknüpfe euch auch dieses Video hier vorbereiten. Und wieder ruhiges Galoppieren. Und auch beim Angaloppieren seht ihr noch das Hochdrücken. Bis zum nächsten Video, nehme ich an, ist das auch besser. Ist ein tolles Pferd, sehr gelehrig, macht super mit, hat natürlich auch eine wahnsinnige Qualität durch die Abstammung, kommt aus einer sehr guten Zucht. Das sind halt einfach Einzelheiten bei manchen Pferden, wo man dann auch sagen muss, jedes Pferd ist individuell zu betrachten. Immer so ein bisschen darauf eingehen, was kann ich mit diesem Pferd arbeiten. Und ihr seht, er galoppiert hier super. Ganz locker, lässig nach vorne, dehnt sich hier und so kann er dann auch den Rücken immer mehr aufmachen. Dann wird auch der Ablauf des Galopps besser. Das sind ja alles Sachen, die mit der Zeit dann kommen. Was mir hier wichtig ist, legt darauf Wert, das Pferd geht selber vorwärts. So. Und jetzt der Unterschied zum Beginn, ein leichtes verspannenen Rücken hat sofort zur Folge, dass das Hinterbein nicht arbeitet, der Hals hochkommt und in dem Moment ist er natürlich dann schon weg. Ich erkläre das am Ende noch einmal, damit das nicht aus dem Kopf ist. Hier mache ich jetzt wieder die Trabparade, kurz aufnehmen, 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 Trab und gehen lassen in seinem Takt. Ja, brav. So, hier hört er auf zu gehen, da ist es ein tolles Beispiel. Jetzt hat er gerade komplett aufgehört zu arbeiten. Dann kann ich natürlich mit Kraft, oh, du musst jetzt und das muss sein. Oder er hört auf, ich bleibe so wie jetzt, ruhig, Bein und Gerte leicht dazu. Nur Bein, ganz leicht Gerte. Er kann den Takt halten. Obwohl ich Bein und Gerte mache, dehnt er sich. Und jetzt kommt die Tendenz nach vorne an die Hand. Und das belohnen. Also niemals, ja, steckt er schon wieder und der muss doch das immer gleich halten. Nein, er muss einfach lernen zu reagieren. Und wenn etwas passiert, was nicht erwünscht ist, muss ich als Reiter wissen, was kann ich denn tun, damit ich ein wünschenswertes Ergebnis bekomme. Das ist die Herausforderung. Hier machen wir jetzt, wenn er sich fallen lässt, sehr brav. Hier könnte ich auch Zügel aus der Hand kommen lassen. Warum? Er ist im Takt, losgelassen, geht gleichmäßig vor. Und so habe ich ihn schön an der Hand. Da kann man dann natürlich auch mal so ganz locker in einem Entlastungssitz oder leichten Sitz locker mitschwingen, damit der Rücken noch feiner ist. Dann wieder aufrichten, kürzer, kürzer. Schritt, vorsichtig im Schritt sitzen, in die Bewegung reingehen und gelassen mitgehen. Mehr würde ich jetzt, oder mache ich auch nicht, würde ich euch empfehlen, gar nicht mehr zu machen. Warum? Er hat jetzt noch Kraft. Der hat Kraft, der kann noch gehen, der kann noch arbeiten. Und durch diese Kraft habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, mit ihm gelassen Schritt zu reiten. Würde ich im Trab und Galopp so viel arbeiten, dass er beim Schrittreiten fertig ist, aber dann müsste ich jetzt im Schritt werken und tun und machen. Und dann mache ich mir den Schritt schon wieder kaputt. Denn, denk zurück, zu Beginn habe ich gesagt, alles, was ich mehr mache, ist eine Spannung,
Diese Spannung nimmt er mit und dann hält er wieder gegen. Somit würde ich jetzt am Ende der Einheit das trainieren, was ich zu Beginn nicht wollte. Nämlich durch meine Kraft, durch mein starkes Einwirken ein verspanntes Pferd. Noch einmal zusammengefasst, wenn ihr ein Pferd habt, das wenig vorwärts geht, denkt an die Skala der Ausbildung. Zuerst mal das Pferd in den Takt kommen lassen, auch wenn die Pferde zu wenig nach vorne gehen. Die Losgelassenheit entsteht dann durch eine Tendenz nach vorne. Da muss ich als Reiter schon so stabil sein, dass ich dem Pferd immer wieder aus dem Hinterbein zeige, mach ein bisschen mehr, so wie jetzt, bisschen mehr, nur minimal mehr. Und schon habe ich ein Pferd, was fleißig geht. Darum ist dieses aktive, so viel wie notwendig, so wenig wie möglich Reiten wichtig. Und in dem Moment, wo dieses nach vorne da ist, im Trab, Galopp und auch im Schritt, dann habe ich erst durch die Losgelassenheit eine Anlehnung. Mit der Anlehnung kann ich dann sagen, jetzt darf ich den Zügel leicht in die Hand nehmen, auch jetzt im Schritt. Ganz leichtes Lockern, nur die Trense im Maul bewegen. Und erst wenn das Pferd, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, erst wenn das Pferd so stabil ist, dass es den Takt hält, losgelassen bleibt, die Anlehnung nach vorne durch eine Dehnung hat, dürft ihr mit der Hand tatsächlich ein bisschen mehr arbeiten, die Pferde dann auch einmal durchlockern, durchstellen, sodass sie dann wirklich eine Regung im Genick zeigen. Denn das normale Ablockern ist immer nur ein Bewegen der Trense im Maul. Und da mache ich euch das nächste Video, weiß ich noch nicht mit welchem Pferd, da geht es dann darum, wie wir mit der Anlehnung arbeiten. Was sind die Muskelspindelreflexe und warum bringt es gar nichts, wenn ich ein Pferd habe, das fest ist im Maul und als Reiter dann hilflos einfach mal am Zügel anreiße, weil er fest ist. Was mache ich mir dabei kaputt und wie ist die richtige Lösung, wenn Pferde im Maul fest sind, verhalten gehen? Das ist das nächste Video. Bei diesem Video hoffe ich, dass ich euch das jetzt mal wirklich näher bringen konnte. Arbeitet daran. Wenn ihr ein Pferd im Schritt habt, das eher ein Problem hat, kontrolliert mal Trab, Galopp. Wie gehen die Pferde da? Sind sie gelassen? Sind sie entspannt? Gehen sie nach vorne? Lassen Sie sich fallen in der Vorwärtsbewegung. Nehmen Sie euch mit. Und wenn ihr die Videos da immer wieder sehen möchtet, nicht versäumen möchtet, abonniert den Kanal. Seht euch die Videos an. Es sind sehr, sehr, sehr viele Gratis-Videos drauf. Und dann gibt es natürlich auch noch die Mitgliedschaft. Bei der Mitgliedschaft kostet 6,99 € oder es gibt auch höhere. Da habt ihr dann den Zugriff auf die zusätzlichen Videos, weil es einfach viel zu viele Videos sind. Und auch die Videos, die aus der F-Serie heraus sind, in der Mitgliedschaft findet ihr die. Wenn ihr Mitglieder seid und ihr möchtet die sehen, hier gibt es eine eigene Playlist für Mitglieder. Einfach da reingehen und da seht ihr dann die Videos. Für alle anderen, es kommt jetzt, wir haben unsere Website fast fertig, dann eine Website, da könnt ihr euch auch anmelden. Das könnt ihr anstelle der Mitgliedschaft dann machen. Da habt ihr Zugriff auf alle Videos und dort werden sie dann auch sortiert und geordnet gezeigt. In diesem Sinne freue ich mich auf eine lange Zusammenarbeit und auch, dass ich euch und eure Pferde unterstützen kann. Viel Spaß beim Üben!